This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths of Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ in vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. So, moin moin und herzlich willkommen zur 34. Lesung aus dem wundervollen Buch von Henry Charles Lear, Geschichte der Inquisition im Mittelalter. Inzwischen mache ich diese Lesung schon so lange und leider auch so wenig, sonst wären wir schon bei 300 anstatt bei 34, dass wir in der Welt so weit fortgeschritten sind, dass ich jetzt bereits eine abgewandelte Version des Wortes Inquisition gebrauche mit dem Namen Impfquisition, um darauf hinzuweisen, wie die Welt heute ist. Nun, Inquisition und Inquisition sind zwei Worte, die klingen fast dasselbe, sind aber auch von der Art und Weise, was sie darstellen, auch nicht weit auseinander. In der Inquisition ging es darum, dass die römisch-katholische Kirche Menschen verfolgt hat, die nicht ihren Glauben haben oder hatten. Im Mittelalter, in den sogenannten dunklen Mittelalter, ja, ab, wie wir wissen, ungefähr Mitte des 12. Jahrhunderts, wo die leisen Anfänge waren, bis zum 13. Jahrhundert, wo die verschiedenen Konzile waren, unter anderem in 1229, wenn ich jetzt mich nicht allzu doll irre, dass das gewesen ist, und natürlich dann mit einem der Höhepunkte Unam Sanctam Anfang des 13. Jahrhunderts durch Papst Boniface den 8., der sagte, dass es unerlässlich ist für die Erlösung einer jeden menschlichen Seele, um Subjekt der römisch-katholischen Kirche zu sein. Und heute mit der Impfquisition, deswegen habe ich das auch so genannt, obwohl es jetzt hier um die Inquisition geht, aber nochmal eine kurze Erklärung, ist es ja im Grunde nicht anders. Wenn du nicht das machst, was die Führer dieser Welt dir vorschreiben, dann wirst du verfolgt. Die Verfolgung ist vielleicht heute eine andere als damals, aber sicherlich nicht weniger grausam in den Konsequenzen. Ja? Nun, dass heute die Leute vielleicht nicht mehr lebend in zwei geschnitten werden oder gesägt werden, dass sie nicht mehr lebend gekocht werden und all diese anderen Dinge, das mag auf die erste Sicht vielleicht so sein. Aber auch diese Dinge gibt es noch und wird es wieder geben.
ob das jetzt mit der Impfung zusammenhängt oder nicht, das will ich jetzt gar nicht mal sagen, aber wir dürfen ja nicht vergessen, die Inquisition hat vielleicht ihren Namen geändert, ne, heute nennt sich das die Kongregation für die Glaubenslehre, aber ihre Handlung hat sich nur angepasst, ist aber immer noch dasselbe. Heute werden Kriege geführt und in den Kriegen passieren fürchterliche Grausamkeiten. Ich erinnere nur mal an diejenigen, die die Videos gesehen haben von dem Konzentrationslager Jasenovac und solche Sachen, was damals in Jugoslawien oder besser gesagt in Serbien passiert ist durch die Kroaten im Zweiten Weltkrieg, ne, in dem NDH. Da hatte ich ja in die verborgene Geschichte der Jesuiten unter anderem darüber berichtet. Die Dinge, die dort passiert sind und die passieren heute auch noch. Es ist nicht, weil ihr da nicht drüber lest oder weil die Medien da nicht drüber berichten, dass das nicht passiert. Ne? Also wir sind von der Inquisition nicht ab. Ob wir das jetzt Inquisition nennen, ob wir das Impfquisition nennen, es geht immer darum, eine Unterfragung zu machen, weil was anderes bedeutet inquisieren ja eigentlich nicht, das ist ja eine Befragung, und damit festzustellen, ob man auf Linie ist. Und wenn nicht auf Linie ist, der bekommt Probleme. Der bekam Probleme vor 1000 Jahren, der bekommt Probleme heute und der wird Probleme in der Zeit bekommen, bis Jesus Christus wiederkehrt. Wann das wird, da beten wir Christen inständig für, dass es so schnell wie möglich kommt. Ja? Aber Gott hat seine eigene Zeit und in der Zwischenzeit haben wir unseren Glauben und das Vertrauen, dass er zurückkommt. Wir wissen, dass er zurückkommt, weil wir wissen, dass er gekommen ist. Wir wissen, dass er gekommen ist, um die 70. Jahrwoche von Daniels Prophezeiung aus Kapitel 9 zu erfüllen. Und wir wissen das daher, ganz kurzer Abriss, weil wir die sogenannten Ungläubigen sind, ja, die Gentiles, wie man das im Englischen sagt, weil wir auch das Evangelium haben. Denn schließlich war Daniel Kapitel 9 eine Vorhersage für Judäa und für die Juden. 70 Wochen sind bestimmt für dein Volk und deine heilige Stadt Jerusalem, um ein Ende zu bringen an die Übertretungen. Ja? Nicht 70 Wochen sind bestimmt für die ganze Welt, für die Heiden. Nein, nein, für die Juden. Und als sie ihn abgewiesen haben, dann ging das Evangelium erst zu den Heiden, die wir heute sind. Und heute werden wir als Heiden eingepfropft in den Olivenbaum der Juden. Um das jetzt mal ganz kurz mit wenigen Worten anzureißen. Und wir haben die Sicherheit, dass Jesus Christus wiederkommt, so wie er das erste Mal gekommen ist. Weil wir wissen, dass sein Versprechen, dass er die hält. Seine Versprechen, dass er die hält, um es korrekt zu sagen. Und in der Zwischenzeit beschäftigen wir uns damit, über die Inquisition zu lesen und den Menschen, die noch nicht so tief im Glauben stehen oder überhaupt nicht im Glauben stehen, über diese Geschichte Informationen zu geben. Denn die Information über die Inquisition, wie sie in diesem Buch gegeben wird, wird so ja leider nicht in Schulen und Universitäten gelehrt. Selbst die meisten Priester oder Pastoren, die auf Seminare gehen, um ihren Job zu lernen, lernen von der Inquisition nichts und schon gar nicht in einer Tiefe, wie Henry Charles Lear das hier am Ende des 19. Jahrhunderts für uns beschrieben hat. Und deswegen ist diese Geschichtsstunde sehr, sehr wichtig. Ja? Geschichte ist immer wichtig, weil derjenige, der Geschichte nicht kennt, ja, der ist verdammt dazu, sie zu wiederholen. Weil es für ihn neu ist, weil er immer wieder in dieselben Fallen läuft. Und wir, bibelgläubige Christen, sollten nicht nur nicht in die Fallen laufen, wir sollten auch andere Leute dafür warnen, in die Fallen zu laufen. Dafür sind diese Videos. Es tut mir furchtbar leid, dass ich so unglaublich lange Zeit brauche, um teilweise von einem zum nächsten Video zu gehen und überhaupt, dass ich jetzt schon über 2 Jahre mit diesem ersten Band beschäftigt bin. Aber es ist halt eine Lebensaufgabe, um so ein Werk zu lesen und vernünftig zu beschreiben und zu besprechen. Und deswegen möchte ich jetzt gerne anfangen mit dem 34. Teil, wo es geht um die Gründung der Inquisition und wir zum Beispiel jetzt auch nach England gehen und nach Afrika und in den Orient und so weiter. Und wir werden sehen, was der Autor uns hier auf Seite 299 und die folgenden, Entschuldigung, 394 und die folgenden Seiten zu sagen hat. Dort beginne ich, Seite 394, oben der erste volle Absatz. Und der Autor schreibt,
Es konnte nicht ausbleiben, dass die Inquisition bei der geringeren Möglichkeit ihrer Ausbreitung Einhalt zu tun und bei der Unterstützung, die ihr überall zuteil wurde, bald in allen Ländern der Christenheit Eingang fand. Nochmal eben für diejenigen, die neu zuschauen, wenn der Autor hier über Christenheit spricht, dann muss man das oftmals zwischen Anführungszeichen setzen und eigentlich als Katholizismus verstehen. Der Katholizismus, vor allen Dingen der römische Katholizismus, aber Katholizismus im Allgemeinen, ist kein Christentum. Er kennzeichnet die abgefallene Kirche. Er kennzeichnet die Hure Babylon, wie sie angefangen zu beschrieben wird in Offenbarung Kapitel 13, wie wir sie kennen aus Kapitel 17, Kapitel 18. Aber das sind andere intensive Studien. Aber Christenheit, ja, das heißt, die Menschen waren oftmals Christen, nur die Kirche, die die Menschen gesteuert hat, geleitet hat, die sind keine Christen. Und die wirklichen Christen, die im römischen Katholizismus damals gelebt haben und oftmals überlebt haben, waren diejenigen, die verfolgt wurden. Nun, Christen verfolgen keine Christen, aber Satanisten verfolgen Christen. Und vor allen Dingen die Satanisten, die davon überzeugt sind, dass sie Gottes Werk tun. Das steht schon in der Bibel so geschrieben. Sie werden dich verfolgen und denken, sie tun Gottes Werk. Kein Katholik, der einen Andersgläubigen jemals verfolgt hat, hat das nicht gemacht in der tiefen und festen Überzeugung, dem Gott im Himmel zu dienen. Dass er dem Gott im Himmel nicht dient, konnte er nicht wissen, da er die Schrift nicht kennt. Nicht kannte und nicht kennt. Und wenn er sie kannte oder kennt, dann hatte er sie oder interpretiert sie verkehrt. Das ist das große Problem. Also, nochmal. Es konnte nicht ausbleiben, dass die Inquisition bei der geringen Möglichkeit, ihrer Ausbreitung Einhalt zu tun und bei der Unterstützung, die ihr überall zuteil wurde, bald in allen Ländern des Katholizismus Eingang fand. So hätte ich diesen Satz geschrieben. Ich werde später Gelegenheit haben, ihre wechselnden Schicksale in den Hauptzentren ihrer Tätigkeit zu schildern und brauche hier nur auf die Grenzen ihrer Ausdehnung hinzuweisen. Die nördlichen Nationen waren zu weit von dem Brennpunkt der Ketzerei entfernt, um der Ansteckung durch dieselbe anheimzufallen. Während der Zeit, wo die päpstliche Oberherrschaft ihre nützlichsten Werkzeuge in den Inquisitoren aus den Bettelorden fand. Wir wissen, die Franziskaner und Dominikaner, die als Bettelorden gegründet wurden und die am Anfang der Inquisition standen. Demgemäß kann von einer päpstlichen Inquisition auf den britischen Inseln, in Dänemark und Skandinavien keine Rede sein. Die Edikte Friedrichs II. Waren dort nicht in Gültigkeit. Als im Jahre 1277 der Erzbischof von Canterbury, Robert Kilwarby, und die Lehrer von Oxford auf gewisse Irrlehren averroistischen Ursprungs hinwiesen, als ferner 1286 der Erzbischof Peckham die Ketzerei des Bruders Richard Crapwell verdammte und 1368 der Erzbischof Langham 30 Artikel gewisser scholastischen Spekulationen für ketzerisch erklärte, gab es keine Gesetze, aufgrund deren die Ketzer hätten bestraft werden können, selbst wenn Märtyrer bereit gewesen wären, für diese Irrlehren sich zu opfern. Obwohl Rechtsgelehrte die Strafe des Scheiterhaufens einzuführen versucht hatten und obgleich dieselbe von dem Konzil von Oxford 1222 an einem zum Judentum abgefallenen Kleriker vollzogen worden war. Wir werden später sehen, dass bei der Angelegenheit der Tempelherren die päpstliche Inquisition für notwendig geachtet wurde, um eine Verurteilung herbeizuführen. Aber selbst damals widersprach dieselbe so sehr dem Charakter der englischen Einrichtungen, dass sie nur mangelhaft wirken konnte und verschwand, sobald die Gelegenheit zu ihrer zeitweiligen Einführung vorüber war. Als Wycliffe auftrat, und John Wycliffe, der Morgenstern der Reformation genannt wird, der lebte ja im 14. Jahrhundert, als Wycliffe auftrat und die Lollarden ihm folgten, das waren also seine
Gefolgschaft, das waren wie bei Huss die Husseiden, waren das bei Wycliffe die Lollards, war die englische Auffassung von den Beziehungen zwischen Staat und Kirche bereits eine derartige geworden, dass man nicht daran dachte, sich zur Beseitigung der drohenden Gefahr Rom einen besonderen Gerichtshof zu erbitten. Von Rom, Entschuldigung. Nochmal. Als Wycliffe auftrat und die Lollarden ihm folgten, war die englische Auffassung von den Beziehungen zwischen Staat und Kirche bereits eine derartige geworden, dass man nicht daran dachte, sich zur Beseitigung der drohenden Gefahr von Rom einen besonderen Gerichtshof zu erbitten. Das Gesetz vom 25. Mai 1382 ermächtigte den König, durch seine Sheriffs, die Wanderprediger Wycliffes, seine Helfershelfer und die Anstifter der Ketzerei zu verhaften und hinter Schloss und Riegel zu halten, bis sie sich rechtfertigten. Selon raison et la raie de Sainte Église. Im folgenden Juli befahlen königliche Briefe den Behörden von Oxford in der Universität, eine Untersuchung wegen Ketzerei anzustellen. Die Schwäche König Richards II. Ermöglichte es den Lollarden, eine sowohl in politischer wie in religiöser Hinsicht mächtige Partei zu werden. Doch schwanden ihre Aussichten mit der Revolution, die Heinrich VI. Auf den Thron brachte. Die Unterstützung der Kirche war unentbehrlich für die neue Dynastie, die keine Zeit verlor, sich ihren Dank zu erwerben. Nachdem Sartre aufgrund eines königlichen, vom Parlamente bestätigten Befehls im Jahre 1400 verbrannt worden war, ersetzte das Gesetz de Heretico Comburendo zum ersten Mal in England die Todesstrafe für Ketzerei fest. Dasselbe Gesetz beschränkte das Predigen auf die im Besitz von Pfründen befindlichen Pfarrer und die ex officio hierzu privilegierten Personen. Es untersagte die Verbreitung ketzerischer Meinungen und Bücher, ermächtigte die Bischöfe, alle Übeltäter zu ergreifen und hinter Schloss und Riegel zu halten, bis sie sich gereinigt oder abgeschworen hätten, und befahl ihnen, innerhalb 3 Monate nach ihrer Verhaftung gegen dieselben vorzugehen. Wegen kleinerer Vergehen durften die Bischöfe nach freiem Ermessen Freiheits- oder Geldstrafen, die dem königlichen Schatze zufielen, verhängen. Bei hartnäckigen Ketzern und Rückfälligen, die nach dem kanonischen Rechte dem weltlichen Arme überwiesen wurden, waren die Bischöfe und ihre Bevollmächtigten nur Richter. Ein von ihnen wegen dieser Vergehen Verurteilter musste dem weltlichen Arme ausgeliefert und vom Sheriff der Grafschaft oder vom Bürgermeister und dem Oberrichter der nächsten Stadt vor den Augen des Volkes verbrannt werden. Das ist also die Art und Weise, wie die Inquisition sich auch hier in England einrichtet. Die Priester sind Richter, machen einen, zwischen Anführungszeichen, sag ich mal, Prozess, verurteilen einen, zwischen Anführungszeichen, Ketzer, und die Ausführung des Urteils wird dann der weltlichen Macht übergeben. Damit kann die Kirche sagen von, ja, wir haben ja niemals jemanden getötet. Heinrich V. verharrte auf dem eingeschlagenen Wege, und das Statut von 1414 errichtete im ganzen Königreich eine halbweltliche, halbgeistliche Inquisition, die durch das englische System der großen Untersuchungen besonders erleichtert wurde. Unter dieser Gesetzgebung wurde der Feuertod wegen Ketzerei ein für das Auge der Engländer nicht ungewohnter Anblick, und das Lollardentum hatte bald ausgespielt. Im Jahre 1533 hob König Heinrich VIII. Das Statut von 1400 wieder auf, behielt aber die Gesetze von 1382 und 1414 und auch die Strafe des Feuertodes für hartnäckige und rückfällige Ketzer bei. Die gefährliche Vermengung von Politik und Religion machte den Scheiterhaufen zu einem Lieblingsstrafmittel der englischen Staatskunst. Eine der ersten Maßregeln der Regierung Edwards VI. War die Aufhebung dieses Gesetzes, wie der Gesetze von 1382 und 1414 und der grausamen Gesetzgebung der 6 Artikel. Mit der Reaktion unter Philipp und Maria wurden die strengen Ketzergesetze wieder erneuert. Kaum war die spanische Heirat erschlossen worden, als ein gefügiges Parlament die Gesetze von 1382, 1400 und 1414 wieder in Kraft treten ließ, und die Scheiterhaufen wieder häufig im Lande emporloderten. Ja, also wir sprechen hier von der Heirat von
Bloody Mary mit dem spanischen König Philipp. Ne? Mary Tudor, wenn ich mich jetzt nicht allzu groß irre. Die früheste Bestimmung des ersten Parlaments der Königin Elisabeth, ne, das war also dann die protestantische Königin, die zwischen 1558 und 1603 England regierte, war die Aufhebung der Gesetze Philipps und Marias und der durch dieselben erneuerten alten Statuten. Doch war der königliche Erlass, der Heretico Comburendo, ein wesentlicher Bestandteil des englischen Rechts geworden und blieb in Kraft, bis der Wunsch Karls II. Nach Duldung der Katholiken im Jahre 1677 durchsetzte, dass er abgeschafft wurde und dass die königlichen Gerichtshöfe bei Atheismus, Blasphemie, Häresie, Schisma und anderen verdammungswürdigen Lehren und Meinungen nur auf Exkommunikation, Konfiskation, also Beschlagnahmung, Absetzung und andere kirchlichen Zensuren, aber nicht auf Todesstrafe erkennen durften. Nun, zu dem, was ich gerade eben gelesen habe, Karl II., das sagt euch vielleicht nicht viel, aber die englischen Charles sagen euch vielleicht was mehr, wenn ihr an Charles denkt, der damals mit dieser Diana verheiratet war, die übrigens auch erzkatholisch war, aber das ist ein anderer Punkt. Alle Karl-Könige, also Charles-Könige, die England hatte, nämlich den ersten und den zweiten, die waren katholisch. Ja? Die waren erzkatholisch und haben oftmals die protestantischen Könige davor abgelöst. Ja? Das war vor allen Dingen dann im 17. Jahrhundert und auch im 18. Jahrhundert so der Fall. Ende des 17. Jahrhunderts wissen wir ja, dass der König von Oranien aus Niederlande dann der Mann der englischen Königin war und die englische Königin sich nicht mit der Politik beschäftigen wollte und deswegen ihren Mann im Grunde die Regierungsarbeit hat machen lassen. Und der König von Oranien halt eben auch der König von England wurde und als protestantischer König regiert hat. Das war Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts. Schottlands humanitäre Entwicklung vollzog sich langsamer als die Englands. Die letzte Hinrichtung wegen Ketzerei auf den britischen Inseln war die eines 18-jährigen jungen Studenten der Medizin namens Aikenhead, der 1696 in Edinburgh gehängt wurde. In Irland veranlasste sein feuriges Temperament den Franziskaner Richard Lebret, Bischof von Ossory, zu einem langen Kampfe gegen mehrere angebliche Ketzer. Lady Alice Kitteler, die wegen Zauberei angeklagt war, und ihre Mitschuldigen. Man wusste hier so wenig von Ketzergesetzen, dass die weltlichen Beamten anfangs sich einfach weigerten, den Kanones gemäß die Unterstützung der Inquisitoren bei Ausübung ihres Amtes eidlich zu geloben. Ledred aber zwang sie dazu und hatte die Genugtuung, 1325 einige der Angeklagten verbrennen zu können. Er zog sich jedoch die Feindschaft der bedeutendsten Persönlichkeiten der Insel zu, was eine Gegenanklage wegen Ketzerei gegen ihn zur Folge hatte. Jahrelang musste er in der Verbannung leben und konnte erst 1354 ruhig in seiner Diözese bleiben, obwohl Antichrist Papst Benedikt XII. Schon 1335 bei König Eduard II. Brieflich über den Mangel einer so nützlichen Einrichtung wie die Inquisition in England beklagt und ihn ermahnt hatte, den weltlichen Beamten zu befehlen, sie sollten den frommen Bischof von Ossory in seinem Kampf gegen die Ketzer, die in den schwärzesten Farben geschildert wurden, wirksam unterstützen. Sogar der Erzbischof Alexander von Dublin zog sich 1347 eine Anklage wegen Begünstigung der Ketzerei zu, weil er gegen das gewalttätige Vorgehen Ledreds einschritt, und im Jahre 1351 wurde sein Nachfolger, der Erzbischof Johannes, angewiesen, wirksam Maßregeln zu ergreifen, um diejenigen zu bestrafen, die aus Ossory entflohen waren und in seinem Bistum Unterkunft gefunden hatten. Als die hussitischen Wirren eine beunruhigende Form annahmen und die Gefahr vorlag, dass sie auch im Norden sich verbreiteten, ermächtigte Antichrist Martin V. 1421 den Bischof von Schleswig, den Franziskaner Nikolaus Johannes, zum Inquisitor für Dänemark, Schweden und Norwegen zu ernennen. Eine Spur seiner Tätigkeit in jenen Gegenden ist indessen nicht zu finden, so dass man wohl sagen kann, dass die Inquisition dort niemals eine Bedeutung erlangt hat.
Da die Bekehrung der Schismatiker und der Heiden im Mittelalter ausschließlich in den Händen der Dominikaner und Franziskaner lag, so waren auch die von ihnen gegründeten Kirchen, so spärlich ihre Mitglieder sein mochten, doch ausgerüstet mit allen Mitteln, die für die Erhaltung der Rechtgläubigkeit der Bekehrten nötig waren. So hören wir sogar von der Inquisition in Afrika und Asien. Bruder Raimund Martius soll der Gründer der Inquisition in Tunis und Marokko gewesen sein. Um das Jahr 1370 ernannte Gregor IX. Den Dominikaner Johann Gallus zum Inquisitor des Orients. Dieser verpflanzte zusammen mit dem Bruder Elias Petit das Institut, wie man berichtet, nach Armenien, Russland, Gregorien und der Walachei, während Oberarmenien in ähnlicher Weise die Domäne des Bruders Bartolomeo Ponco bildete. Beim Tode des Bruders Gallus um das Jahr 1378 forderte Antichrist Papst Urban VI. Den Dominikanergeneral auf, 3 Brüder zu Inquisitoren zu bestimmen, einen für Armenien und Georgien, einen für Griechenland und die Tartarei und den dritten für Russland und die Walachei. 1389 erhielt einer von ihnen, der Bruder Andreas von Kaffa, das Vorrecht, sich für seine ausgedehnte Provinz Griechenland und die Tartarei einen Amtsgenossen zu ernennen. Im 14. Jahrhundert scheint ein Inquisitor als notwendiges Mitglied einer jeden religiösen Mission betrachtet worden zu sein. Wir hören sogar von einer Inquisition in dem äthiopischen Fabelreiche des Priesters Johannes, die in Abyssinien durch den Dominikaner Pantaleon und in Nubien durch den in jenen Gegenden als heiliger verehrten Bruder Bartolomeo di Tubuli gegründet wurde. So grotesk dies alles auch klingen mag, so müssen wir den selbstlosen Eifer von Männern bewundern, die sich in solcher Weise der Ausbreitung des Evangeliums unter diesen barbarischen Völkern widmeten. Zum Troste darf es gereichen, dass die von ihnen begründete Inquisition verhältnismäßig harmlos war, da sie sich nicht auf die furchtbaren Gesetze eines Friedrichs II. Oder eines Ludwigs des Heiligen stützte. Sogar die trümmerhaften Überreste des Königreichs Jerusalem konnten nicht vom Erdboden verschwinden, ohne dass ein Inquisitor den Totengräber machte. Nach der Meinung Antichristpapst Nikolaus IV., des ersten Franziskanerpapstes, war das Kriegsunglück die Ursache für das Wachstum der Ketzerei und des Judentums. Daher gewährte er im Jahre 1290 seinem Legaten, dem Patriarchen Nikolaus von Jerusalem, die Vollmacht, Inquisitoren unter dem Beirat der Provinziale der Bettelorden zu ernennen. Das geschah, aber die väterliche Fürsorge des Papstes kam ein wenig zu spät. Die Einnahme von Akkon am 19. Mai 1291 vertrieb die Christen endgültig aus dem Heiligen Lande und die Laufbahn der syrischen Inquisition war infolgedessen von kürzester Dauer. Doch wurde sie 1375 von Antichrist Gregor XI. Wieder ins Leben gerufen, indem derselbe den Franziskanerprovinzial des Heiligen Landes ermächtigte, als Inquisitor in Palästina, Syrien und Ägypten zu wirken, und dem allzu sehr überhand nehmenden Abfall der christlichen Pilger, die fortgesetzt in jenen Gegenden zogen, Einhalt zu tun. Man darf nicht glauben, der Sieg der Inquisition über die Bischöfe habe derselben das Alleinrecht zur Verfolgung verliehen. Die gewöhnliche bischöfliche Gerichtsbarkeit blieb vielmehr unangetastet. Um das Jahr 1240 führte der Bischof von Toulouse und sein Richter ohne die Hilfe eines Inquisitors eine Untersuchung wegen Ketzerei gegen die mächtigen Herren von Niort. Eifrige Bischöfe wirkten häufig gemeinsam mit den Inquisitoren beim Verhör der Ketzer. Sie stellten aber auch auf eigene Faust Untersuchungen an. So wurden bei einer Anzahl von Prozessen, die im Jahre 1299 in Albi stattfanden, also Albi in Südfrankreich, die Verhandlungen im bischöflichen Palaste vor dem Bischofe geführt, während bisweilen der Inquisitor von Narbonne, Nikolaus von Abbeville, bisweilen der von Carcassonne, Bertrand de Clermont, bisweilen beide den Verhandlungen beiwohnten. Anfangs war, wie wir gesehen haben, der Inquisitor nur der Gehilfe des Bischofs, und der Letztere war keineswegs seinen Pflichten und seiner Verantwortung gegenüber hinsichtlich der Ausrottung der Ketzerei enthoben.
Tatsächlich ernannten auch die Bischöfe selbst ihre eigenen Inquisitoren, um ihre Tätigkeit wirksamer zu gestalten. Die Namen derartiger Beamten, die für die Erzbischöfe von Narbonne tätig waren, erscheinen in Urkunden aus den Jahren 1251 und 1325. Nichts konnte übrigens einen eifrigen Prälaten, der weniger an die Würde seines Standes als an die Unterdrückung der Ketzerei dachte, hindern, sich vom Papste des Mandats eines Inquisitors geben zu lassen, wie dies zum Beispiel der Bischof Wilhelm Arnaud von Carcassonne tat, der während seines Episkopats von 1249 bis 1255 der Inquisition von Carcassonne vorstand, und zwar mit einer Energie, um die ihn ein Dominikaner beneiden durfte. Es ist hier eine Fußnote gegeben, sehe ich gerade, da haben wir jetzt gerade eben schon drüber gelesen, weil dies ist jetzt Fußnote Nummer 2. Fußnote Nummer 1, die ganz oben am Anfang der Seite ist. Der Satz lautet, bevor die Fußnote geht, doch wurde sie, also die Inquisition in Syrien und so, also in Afrika hier, 1375 von Gregor dem 11. wieder ins Leben gerufen, indem derselbe den Franziskanerprovinzial des Heiligen Landes ermächtigte, als Inquisitor in Palästina, Syrien und Ägypten zu wirken, um den allzu sehr überhandnehmenden Abfall der christlichen Pilger, die fortgesetzt in jene Gegenden zogen, Einhalt zu tun. Da steht in einer Fußnote hier noch aus dem Werk von Wadding, anno 1290, es ist bemerkenswert, dass in dem lateinischen Königreich Jerusalem die Ketzerei von den weltlichen Gerichtshöfen abgeurteilt worden zu sein scheint. Ein ketzerischer Ritter hatte das Recht, von seinem Standesgenossen gerichtet zu werden. Ja? Gut, fahren wir fort im letzten Absatz auf Seite 399. Doch konnten in dem Maße, als die Inquisitoren immer unabhängiger von den Bischöfen wurden, zwei gleichberechtigte Jurisdiktionen kaum nebeneinander bestehen, ohne dass es zu Reibereien kam, selbst wenn beide Teile dem Wunsch nach Eintracht beseelt waren. Es wurde sogar behauptet, dass die Bischöfe, um ihre Freunde vor dem Eifer der Inquisitoren und der strengen Unparteilichkeit des Heiligen Offiziums zu schützen, dieselben vor ihr eigenes Gericht zu ziehen pflegten. Um die Streitfragen, die sich so beständig erhoben, zu schlichten, ermächtigte Antichrist Papst Urban IV. 1262 die Inquisitoren, in allen Fällen nach ihrem eigenen Ermessen vorzugehen, ohne sich darum zu kümmern, ob die betreffenden Fälle auch von den Bischöfen untersucht wurden. Dieser Erlass wurde 1265 und 1266 von Antichristpapst Clemens IV. Wiederholt und hierbei den Inquisitoren energisch eingeschärft, ihr Verfahren nicht durch die konkurrierende Gerichtsbarkeit der Bischöfe hemmen zu lassen. Im Jahre 1273 stellte Antichristpapst Gregor X. dieselbe Regel auf, dass beide Gerichtshöfe gleichzeitig ein und dieselbe Sache untersuchen durften. Von dem Ergebnis der Untersuchungen sollten sie sich von Zeit zu Zeit gegenseitig in Kenntnis setzen. Das Endurteil sollte in einer gemeinsamen Beratung beider Gerichtshöfe gefällt werden. Falls hierbei eine Einigung nicht zu erzielen sei, sollte die Sache in einem ausführlichen Berichte dem Papste zur endgültigen Entscheidung vorgetragen werden. Diese Regel wurde hinfort die ständige Praxis der Kirche und fand Aufnahme in das kanonische Recht. Übrigens musste der Bischof, auch wenn er allein und aufgrund seiner gewöhnlichen Amtsgewalt vorging, doch bei der Urteilsfällung die Mitwirkung des Inquisitors anrufen. Die Bulle Urbans von 1262 ist tatsächlich identisch mit der Bulle Praeneptus von 1264, die abgedruckt lag bei Butarik. Also auch hier sehen wir aus dem Schreiben von aus dem Werk von Wadding in den Annalen von 1265, wieder mal, wie wunderbar, ich möchte beinahe sagen perfekt, dieses Buch dokumentiert ist. Ne? Also wenn ihr mal in Diskussionen mit Katholiken heutzutage kommt, die behaupten, die Inquisition hat nie stattgefunden, da sind nur ein paar Menschen gestorben in ein paar Jahren, dann könnt ihr ja sagen, dann sollten sich die Leute mal diese Archive anschauen, zu denen
unter anderem hier in diesem Fall Henry Charles Lear im 19. Jahrhundert Zugang hatte. Es gibt genug Kirchenarchive und Stadtarchive und Bibliotheksarchive über die ganze Welt, wo man wunderbar diese Dinge noch zusammentragen kann. Das haben diese Autoren hier ja auch getan. Und damit einer solchen Diskussion sämtlichen Boden unter den Füßen wegziehen kann. Ja? Die Inquisition hat jahrhundertelang stattgefunden. Aber das passt der römisch-katholischen Kirche natürlich nicht, dass man hier heutzutage diesen Spiegel vorhält. Ja? Aber die römisch-katholische Kirche ist, wie wir alle wissen, semper eadem. Also nochmal eben den letzten Satz. Diese Regel wurde hinfort die ständige Praxis der Kirche und fand Aufnahme in das kanonische Recht. Übrigens musste der Bischof, auch wenn er allein und aufgrund seiner gewöhnlichen Amtsgewalt vorging, doch bei der Urteilsfällung die Mitwirkung des Inquisitors anrufen. Also wir haben jetzt auch gelernt, im Laufe, wo wir dieses Buch studiert haben, dass zuerst die Bischöfe mehr oder weniger allmächtig waren und dann die Inquisitoren aus Rom kamen und dann diese Allmächtigkeit in Frage gestellt haben und inzwischen zur Seite gestellt haben. Und jetzt lesen wir hier, dass bei der Urteilsfällung die Mitwirkung des Inquisitors angerufen werden musste. Deswegen halt diese Fußnote, die ich gerade eben vorlas. Die Bulle Urbans von 1262 ist identisch mit Prae Anectis von 1264, die abgedruckt in Toulouse liegt, wo man das nachlesen kann. Also, hier wird tatsächlich die Inquisition, die Menschen, die aus Rom vom Papst selbst als Inquisitoren geschickt werden, werden über die städtischen Bischöfe gestellt. Naja, der Papst war natürlich der Ansicht, dass die Bischöfe oftmals Verwicklungen in ihren eigenen Städten hatten und vielleicht Freundschaftspolitik betrieben und damit eben der Ketzerei nicht so nachgingen, wie es zwischen Anführungszeichen unabhängige, objektive Inquisitoren aus Rom selbst täten. Deswegen wurden teilweise sogar Bischöfe selbst vor das Inquisitionsgericht gestellt. Das werden alles Dinge sein, die werden wir später auch noch lernen hier in diesem Buch. Ne? Unter diesen Umständen, fährt der Autor fort, ist es nicht zu verwundern, dass die Frage aufgeworfen wurde, ob nicht die Jurisdiktion des Bischofs über die Ketzerei vollständig suspendiert sei, dadurch, dass der Papst den Inquisitor mit der Anstellung selbstständiger Untersuchung in der Diözese des Bischofs betraute. Guido Fulcodius, der berühmteste Rechtsgelehrte seiner Zeit, beantwortete seinen Questiones, die lange bei den Inquisitionsgerichten autoritative Geltung besaßen, die Frage in bejahendem Sinne und behauptet, der Bischof sei durch den besonderen Auftrag, den der Papst dem Inquisitor gegeben habe, seiner Tätigkeit enthoben. Als aber Guido unter dem Namen Clemens IV. Selbst Papst wurde, Antichrist wurde, gab er, wie seine eben angeführten Bullen von 1265 und 1266 bewiesen oder beweisen, diese Stellung auf. Und auch Antichrist Gregor X. erklärte ausdrücklich, dass die bischöfliche Jurisdiktion unangetastet bleibe. Doch galt die Frage bei den Kirchenrechtsgelehrten noch immer als zweifelhaft und eine Zeit lang erschien die bischöfliche Jurisdiktion fast als aufgehoben. Es gab wenige Prälaten, die eine so lebhafte Tätigkeit entfalteten, wie der Erzbischof Simon von Bursch, der von 1284 bis 1291 seine südlichen Diözesen wie Albi, Rodez, Cahors etc. wiederholt visitierte. In den Visitationsberichten findet sich aber nirgends eine Anspielung darauf, dass er die Ketzerei in den Bereich seiner Jurisdiktion gezogen habe. Allerdings ließ er 1285 Wucherer in Gourdon abschwören. Aber der Wucherer gehörte nicht zur Jurisdiktion der Inquisition, solange er nicht ketzerisch wurde durch die Behauptung, dass er gesetzlich erlaubt sei. Um das Jahr 1298 jedoch setzte Boniface VIII., unam sanctam Papst, die bischöfliche Jurisdiktion wieder in Kraft. Und der Bischof von Albi, Bernard von Castanet, erreichte einen Aufstand in seiner Diözese durch die Energie, mit der er über die Ketzer von Albi die Geißel schwang.
Bald darauf erweiterte Antichristpapst Clemens V. die Amtsbefugnisse des Bischofs als ein Mittel, die Grausamkeit der Inquisitoren einzuschränken, und die Glossatoren behaupteten, dass die Ernennung eines Inquisitors dem Bischof in keiner Weise der Pflicht enthebe, die Ketzerei in seiner Diözese zu bekämpfen und zu unterdrücken, und dass, wenn auch seine Stellung ihn gegen eine Verfolgung durch den Inquisitor schütze, er doch wegen Nachlässigkeit in dieser Hinsicht vom Papste abgesetzt werden könnte. Doch behauptete auch noch nach den Clementinischen Dekretalen, da haben wir auch in Romanismus und die Reformation drüber gesprochen, über die Clementinischen Dekretalen, da dachte Max damals noch, es ging um Clementin, es ging hier aber um die Dekretale von Papst Clement. Also doch behauptete auch noch nach den Clementinischen Dekretalen Bernard Guidonis, es gezieme dem bischöflichen Ordinarius nicht, irgendjemanden vorzuladen, der schon vor dem Inquisitor stehe. Wenn übrigens einerseits die Jurisdiktion des Bischofs eingeschränkt wurde durch die Bestimmung, er müsse vor der Urteilsfällung gemeinsam mit dem Inquisitor sich beraten, so wurde sie andererseits erweitert durch die Ermächtigung des Bischofs, Zeugen und Übeltäter, die in andere Diözesen geflohen waren, vorzuladen. Es war jedoch ein Unterschied vorhanden, der seine Tätigkeit sehr einschränkte. Seine Versuche, einen Anteil an dem Erlöse der Geldbußen und Konfiskationen zu erhalten, um die Kosten des Verfahrens zu bestreiten, blieben erfolglos. Man bedeutete ihm, dass er und seine Beamten Gehalt für ihre kirchliche Tätigkeit bezeugen und dass ihnen dieses als Bezahlung für ihre Dienste genügen müsse. Scharfsinnige Dialektiker oder auch Sophistiker stritten dies ab, soweit es den Bischof angehe, wenn er persönlich tätig sei. Doch bestand man darauf hinsichtlich der bischöflichen Beamten. Für diese Letzteren war es nicht ermutigend, zu arbeiten angehalten zu werden und selbst die Kosten zu tragen, während der Inquisitor in Italien wenigstens die Kontrolle über die Konfiskationen besaß, ohne dem Bischof Rechenschaft schuldig zu sein. Und hier können wir jetzt in einer großen Fußnote uns verlieren, die über die halbe Seite in Beschlag nimmt, die am Anfang hauptsächlich die Quellen benennt, aus welchen Büchern und welchen Bullen und welchen Enzyklikalen und anderen Schreiben das alles festgesetzt wird. Der wirkliche Text fängt ungefähr in der Mitte an und da wollen wir mal kurz etwas zu lesen. Das Konzil von Lyon im Jahre 1274 spricht in Kanon 26 und 27, und das ist übrigens etwas, das müsst ihr mir noch nicht mal glauben, da könnt ihr euch an den Computer setzen und könnt das Konzil von Lyon eingeben und die Beschlüsse davon und könnt dann die Kanones, also die Kanones, also die rechtlichen Beschlüsse, die dort getroffen wurden, könnt ihr selber nachlesen. Also man muss nicht immer alles glauben, was ich hier vorlese oder was der Autor uns hier sagt. Man kann diese Dinge selbst nachforschen. Ja? Und gerade diese Kirchengesetze sind im Internet oftmals nicht so schwer zu finden, wenn man ein wenig sich bemüht. Das nur mal eben dazu. Also, das Konzil von Lyon im Jahre 1274 spricht in Kanon 26 und 27 nur von einer Bestrafung des Wuchers durch die Ordinarien. Das Konzil von Vienne, das ist in Frankreich, das ist nicht Wien oder so, das ist Vienne, V-I-E-N-N-E. Das Konzil von Vienne von 1311 weist die Inquisitoren an, diejenigen zu verfolgen, die behaupten, der Wucher sei nicht sündhaft. Die Kanones dieses Konzils wurden indessen erst 1317 veröffentlicht, wodurch sich vielleicht erklärt, warum Astesanos, ein Schriftsteller dieses Jahres, behauptet, die Inquisitoren hätten sich mit Fragen des Wuchers nicht zu befassen. Jetzt folgt hier wieder in einer Klammer die Erwähnung der Quelle. Gegen Ende des Jahrhunderts folgt Emericus seinem Beispiele. Er rät den Inquisitoren entschieden davon ab, auf solche Dinge ihr Augenmerk zu richten, da sie die wirklichen Geschäfte der Inquisition nur stören könnten.
Zanchini stellt die Regel auf, dass ein Mann ein öffentlicher Wucherer, Gotteslästerer oder Hurer sein könnte, ohne ein Ketzer zu sein. Also mit anderen Worten, er könnte alle möglichen Gesetze übertreten, aber er ist kein Ketzer. Ne? Ein Mann könnte ein öffentlicher Wucherer, ein Gotteslästerer oder Hurer sein, ohne ein Ketzer zu sein. Wenn er aber außerdem Verachtung für die Religion an den Tag lege, dadurch, dass er den Götzendienst nicht besucht. Hier steht Gottesdienst, ich sage Götzendienst und eigentlich sollte es Götzendienst anstatt Gottesdienst heißen. Also, dass er den Gottesdienst, zwischen Klammern Götzendienst, nicht besuche, die Sakramente nicht empfange, die ja nach der Lehre der römisch-katholischen Kirche nötig sind, um Erlösung zu haben, diese Sakramente nicht empfange und die Fasten und anderen Gebote der Kirche nicht beobachte, so sei er der Ketzerei verdächtig und könne von den Inquisitoren verfolgt werden. Also, mit anderen Worten, du kannst wuchern, du kannst zu Huren gehen und du kannst Gott lästern, solange bist du kein Ketzer. Aber wenn du nicht in den Götzendienst gehst, den Eucharist nimmst und wenn du nicht die Sakramente empfängst, dann wirst du als Ketzer dargestellt. Es ist interessant, wie das hier beschrieben wird, nicht wahr? Wir werden sehen, und das ist dann wohl im weiteren Verlauf dieses Buches, sagt der Autor in der Fußnote, wir werden sehen, dass der Wucher eine sehr einträgliche Einnahmequelle wurde, als die Inquisition durch Abnahme der Ketzerei des rechtmäßigen Gebiets ihrer Tätigkeit beraubt wurde. Da das Verbrechen in das Gebiet der weltlichen Gerichtsbarkeit gehörte, so lag eigentlich kein triftiger Grund vor, es der geistlichen Gerichtsbarkeit zu unterstellen. Ende dieser langen Fußnote auf Seite 402. Weiter im Buch sagt der Autor, unter der Herrschaft der Gesetzgebung Antichrist Bonifaz des VIII., das ist der Unam Sanctam Papst, und Clemens des V., war es unvermeidlich, dass das erste Viertel des 14. Jahrhunderts Zeuge von einem Wiederaufleben der bischöflichen Inquisition wurde. Selbst in Italien organisierte das Provinzialkonzil von Mailand, das 1311 zu Bergamo unter dem Erzbischof Gastone Torriani abgehalten wurde, ein vollständiges Inquisitionssystem nach dem Muster des päpstlichen Instituts. Die wachsende Macht der Visconti, die dem Papsttum feindlich gesinnt waren, hatte die Dominikaner sehr geschwächt und man bemühte sich sehr, sie zu ersetzen. In jeder Stadt wurde der Erzpriester oder Propst angewiesen, eine bewaffnete Schutzmannschaft auszuheben, die unaufhörlich auf die Ketzer fahnden und dieselben Vorrechte und Immunitäten genießen sollte wie die Gehilfen der Inquisitoren. Desgleichen wurden alle Bürger, vom Edelmann bis zum Knecht, aufgefordert, Beistand zu leisten, wenn sie darum ersucht würden. In Frankreich setzten einige Prozesse in den Jahren 1319 und 1320 die bischöflichen Gerichtshöfe in Béziers, Pamiers und Montpellier in volle Tätigkeit. Gelegentlich erscheint bei denselben der Inquisitor, aber in der untergeordneten Stellung eines Assistenten, oder wir finden einen bischöflichen Inquisitor, der denselben Rang bekleidet wie der päpstliche. Im Jahre 1322 finden wir sogar einen solchen bischöflichen Inquisitor, der den Bischof auch von Auch, auch A-U-C-H, Auch oder Auch, das ist eine Gegend halt im Südwesten von Frankreich, der den Bischof von Auch vertrat, im Streit mit dem großen Bernard Guidonis wegen eines Gefangenen, den jeder von ihnen für sich in Anspruch nahm. Als im Jahre 1319 der harte Gegner der Inquisition, Bruder Bernard Delicieux, vor ihre Schranken gefordert wurde, weil er ihr Schwierigkeiten bereitet habe, ernannte Antichrist Johann der 22. aus diesem Anlass eine besondere Kommission, die aus dem Erzbischof von Toulouse und den Bischöfen von Pamiers und Saint-Papoul bestand, während einer der erfahrensten damaligen Inquisitoren, Johann von Beaune aus Carcassonne, als Ankläger, aber nicht als Richter auftrat. Um dieselbe Zeit gewahren wir in Deutschland einen neuen Aufschwung der bischöflichen Tätigkeit bei der Verfolgung der
Begharden durch den Bischof von Straßburg und den Erzbischof von Köln. Dies führte zu einer Kraftprobe zwischen der Hierarchie und den Dominikanern in der Sache des Meisters Eckhart, des Lehrers von Suso und Tauler und Gründers der deutschen Mystik. Also der Meister Eckhart war kein Christ in dem klassischen Sinne, sondern war ein Mystiker. Der ganze Orden sah mit Stolz zu ihm empor als einem hervorragenden Mitglieder. Er hatte mit Erfolg an der großen Universität Paris Theologie gelehrt. Als 1303 Deutschland in zwei Provinzen geteilt wurde, wurde er zum ersten Provinzialprior von Sachsen ernannt. 1307 ernannte ihn der General zum Vikar von Böhmen. Im Jahre 1326 treffen wir ihn als Lehrer der Theologie an der Dominikanerschule in Köln, und hier geriet er in den Verdacht, in die Ketzerei der Begharden verwickelt zu sein, gegen die eine scharfe Verfolgung entbrannt war. Sein erhabener Mystizismus grenzte in gefährlicher Weise an Pantheismus. Und möglicherweise haben die Begharden sich mit seinem großen Namen zu decken gesucht. Auf dem Generalkapitel von 1325 waren Klagen erhoben worden, dass in Deutschland Mitglieder des Ordens dem Volke in der Volkssprache Lehren predigten, die zum Irrtum führen könnten, und Gervasius, der Prior von Angers, erhielt Befehl, deswegen eine Untersuchung anzustellen. Zu derselben Zeit ernannte Antichrist Papst Johann der 22. in Übereinstimmung mit den Wünschen des Ordens den Lektor oder Lehrer der Dominikaner in Köln, Nikolaus von Straßburg, zum Inquisitor für die deutsche Provinz und befahl ihm, über den Glauben und das Leben der Brüder eine Untersuchung anzustellen. Soweit war alles innerhalb des Ordens gemacht worden. Inzwischen hatte der Erzbischof einen lebhaften Kampf gegen die Begharden geführt. Offenbar unzufrieden mit dem, was vorging, ernannte er zwei bischöfliche Kommissare oder Inquisitoren, die den Fall des Meisters Eckhart prüfen sollten. Nikolaus von Straßburg neigte selbst dem Mystizismus zu. Alles musste ihn bestimmen, sanft mit dem Angeklagten zu verfahren. Und so wurde Eckhart im Juli 1326 freigesprochen. Damit nicht zufrieden, gingen die bischöflichen Inquisitoren, einer von ihnen war ein Franziskaner, dazu über, gegen Eckhart Beweise zu sammeln. Sechs Monate später, am 14. Januar 1327, forderten sie Nikolaus auf, also den Papst, wie das ihr Recht war, ihnen die Prozessakten mitzuteilen. Nikolaus erschien, begleitet von 10 Brüdern, nicht um den Befehle zu gehorchen, sondern um feierlich gegen das ganze Verfahren zu protestieren, indem er seine Apostoli oder Berufungsbriefe an den Papst geltend machte, mit der Begründung, dass die Dominikaner nicht der bischöflichen Jurisdiktion unterstanden und dass er selbst ein vom Papst mit unbeschränkter Jurisdiktion ausgestatteter Inquisitor sei. Also, Entschuldigung, es geht hier bei dem Nikolaus nicht um Papst Nikolaus, sondern um den Inquisitor. Allerdings hatte schon 1184 Antichrist Papst Lucius III. Alle Immunitäten der Mönchsorden der Ketzerei gegenüber für aufgehoben erklärt. Aber die der Dominikaner waren neueren Datums. Sie waren mit besonderen Vorrechten ausgestattet und beanspruchten eine Ausnahmestellung, obwohl sie einen Beweis für dieses ihr Recht nicht beibringen konnten. Hierauf aber gaben die bischöflichen Inquisitoren ihre prompte Antwort. Noch an demselben Tag gingen sie gegen Nikolaus selbst vor, worauf derselbe am folgenden Tage Berufung an den Heiligen Stuhl einlegte. Außerdem forderten sie Meister Eckhart auf, am 31. Januar vor ihnen zu erscheinen. Er kam aber schon am 24. Januar mit zahlreichen Anhängern und gab einen unwilligen Protest ab, indem er sich beklagte, dass man das Verfahren absichtlich in die Länge ziehe, um seinen Ruf zu untergraben, anstatt es zu einem schnellen Ende zu führen, was schon vor 6 Monaten leicht hätte geschehen können. Außerdem machte er den Inquisitoren den Vorwurf, sie bedienten sich gewisser, niedrig gesinnter Dominikaner, die offenkundige Verbrecher seien. Endlich berief er sich auf seine Apostoli und bezeichnete den 4. Mai als äußersten Termin seiner Berufung nach Rom. Hierauf brauchten die erzbischöflichen Inquisitoren gesetzmäßig erst nach 30 Tagen Antwort zu geben.
Während dieser Frist tat nun Eckart am 13. Februar einen ganz außergerichtlichen Schritt, der beweist, wie sehr sein Ruf durch diesen Prozess gelitten hatte und der Veranlassung gegeben hat zu der Behauptung, er habe seine Irrtümer widerrufen. Nachdem er nämlich an diesem Tage in der Dominikanerkirche gepredigt hatte, ließ er ein Schriftstück vorlesen, in welchem er sich dem Volke gegenüber von den irrtümlich ihm zugeschriebenen Lehren reinigte und leugnete, gesagt zu haben, sein kleiner Finger habe alle Dinge geschaffen und in der Seele stecke etwas Unerschaffenes und Unschaffbares. Als die Frist von 30 Tagen am 22. Februar zu Ende ging, verwarfen die Inquisitoren Eckarts Berufung als frivol. Erschöpft vom Kampfe starb er bald darauf. Sein Orden aber war bei Johann dem 22. einflussreich genug, um seine Berufung des Falles nach Avignon durchzusetzen. Dort wurde anerkannt, dass der Erzbischof ordnungsmäßig verfahren sei, und am 27. März 1329 wurde das Urteil gefällt, wodurch von den Lehren Eckarts 17 als ketzerisch und 11 als der Ketzerei verdächtig bezeichnet wurden. Obgleich der ihm zugeschriebene Widerwurf seine Gebeine davor bewahrte, ausgegraben und verbrannt zu werden, so war doch auf alle Fälle die päpstliche Entscheidung eine glänzende Rechtfertigung für das Vorgehen des Erzbischofs. Noch einmal hatte die alte Ordnung über die neue triumphiert. Die bischöfliche Jurisdiktion wurde bestätigt, denn man erklärte, dass Eckarts Ketzerei sowohl durch die von dem Erzbischof Kraft seiner gewöhnlichen Amtsgewalt abgehaltene, als auch durch die später auf Befehl des Papstes Avignon angestellte Untersuchung bewiesen worden sei. Die Entscheidungen waren umso bedeutungsvoller, als Antichrist Papst Johann der 22. damals allen Grund hatte, die Dominikaner zu beschwichtigen, da er in einem tödlichen Streit nicht nur mit Ludwig dem Bayer, sondern auch mit der ganzen puritanischen Richtung unter den Franziskanern verwickelt war. Wir können hier zum Abschluss dieses Themas für heute, die heutige Lesung, nochmal eben in eine Fußnote hineingehen, die sich im letzten Teil auf Seite 406 befindet. Da geht es also um Meister Eckart und die Inquisition. Ja? Und man sollte bitte berücksichtigen, dass wir Meister Eckart niemals als einen bibelgläubigen Christen sehen können, sondern wir müssen ihn nur als einen sehen, der durch seine Lehren abfällig in der römisch-katholischen Kirche geworden ist. Die römisch-katholische Kirche ihn selbst als Mystiker bezeichnet und ein Mystiker eben auch genau das ist, wie ein Weissager, Sternedeuter und so weiter, vor dem Gott in der Bibel auch warnt. Also Meister Eckart war in keiner Weise ein Christ, aber er war eben einer, der der Hierarchie der römisch-katholischen Kirche aufgrund seiner Lehren missfallen hat. Also aus dem Werk von W. Präger, Meister Eckart und die Inquisition, München 1869 erschienen und so weiter und so weiter. Ich gehe jetzt nicht auf die ganzen verschiedenen Werke ein, die hier genannt werden. Die Macht der Inquisition über die besonderen privilegierten Bettelorden war in verschiedenen Zeiten eine verschiedene. Durch die Bulle Ne Commissum Vobis, die von Innozenz dem IV. 1254 die Jurisdiktion übertragen hatte. Ungefähr 200 Jahre später aber stellte Antichrist Papst Pius II. Die Franziskaner unter die Jurisdiktion ihrer eigenen Generalminister. Im Jahre 1479 verbot Antichrist Papst Sixtus IV. In der Bulle Sacri Praedicatorum in § 12 allen Inquisitoren die Mitglieder des anderen Ordens zu verfolgen. Bald darauf untersagte Antichrist Innozenz der 8. allen Inquisitoren Franziskanerbrüder vor die Schranken zu ziehen. Mit dem Aufkommen des Luthertums erschienen jedoch diese Bestimmungen nicht mehr anhängig. Und 1530 hob Antichrist Papst Clemens der 7. in der Bulle Cum Sicut heißt das, in § 2 alle Ausnahmen auf und unterwarf wieder alle der Gerichtsbarkeit der Inquisition. Was Antichrist Pius IV. In der Bulle Pastoris Ceteris vom Jahre 1562 wiederholt hat.
Die Frage, ob ein Bischof gegen einen Inquisitor wegen Ketzerei vorgehen könne, war strittig und ist in der Praxis wahrscheinlich niemals vorgekommen. Americus behauptet, dass er es nicht könne, sondern an den Papst berichten müsse. Pegner aber führt in seinen Kommentaren angesehene Männer für die gegenteilige Auffassung an. Also im Großen und Ganzen geht es hier darum, dass innerhalb der eigenen Reihen die Menschen auch als Ketzer angeklagt werden können. Entweder klagen die Untergebenen eines Bischofs oder Erzbischofs die Männer der Inquisitoren, die vom Papst geschickten Inquisitoren, an, um Ketzer zu sein, oder die vom Papst geschickten Inquisitoren klagen die kirchliche Hierarchie des Platzes an, um Ketzer zu sein. Das heißt, der Satz, den Jesus Christus gesagt hat, ein Haus, das in sich gespalten ist, kann nicht stehen, kann nicht bestehen, bestätigt sich hier in diesem Fall der Inquisition auch wieder. Dass sie sich sogar gegenseitig der Ketzerei beschuldigen, was, wie wir zwischen den Zeilen heute gelernt haben, hauptsächlich damit zu tun hat, dass es wieder um Geld geht. Weil die Bischöfe und Mitarbeiter der Bischöfe nicht die Mittel bekommen haben, aus den Beschlagnahmungen, ja, Konfiskationen, die den Inquisitoren zufielen. Also es hat immer wieder mit Geld zu tun gehabt und auch immer noch heute hat es mit Geld zu tun. Denn, wie die Bibel sagt, die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Das galt damals und hat sogar der Inquisition in ihrer Handlung, ich sag mal zwischen Anführungszeichen, geschadet. Ja? Die einen Rundumschlag machen wollte und dabei dann sogar teilweise sich selbst geschlagen hat. Nun, wir werden nächstes Mal noch weiterlesen über die bischöfliche Inquisition in Frankreich. Wir werden sogar über die Vorteile der päpstlichen Inquisition sprechen, welche auch immer das sein könnten, und welche Eigenschaften ein Inquisitor an den Tag legen musste, um dieses Amt zu erfüllen. Aber das wird dann für die 35. Lesung sein, und ich danke euch herzlich, dass ihr mir treu bleibt, also meinen Lesungen treu bleibt, nicht mir treu bleiben, mir muss ja keiner folgen, sondern dass ihr den Lesungen treu bleibt, dass ihr diese weiter anschaut und weiter selbst verteilt und weiterhin eure eigenen Nachforschungen anstellt, so euch selbst die Bücher besorgt, ich habe noch nicht mal 30 € oder was bezahlt für die 3 Bände von Henry Charles Lear. Das kann man günstig erstehen, man kann es selbst lesen, man kann es selbst nachforschen und man kann sich daraufhin oftmals in der Welt Dinge bestätigen lassen, dass die Bibel uns bereits sagt. Und das ist ja etwas, was uns heute in der Welt beschäftigt. Dinge, die in der Bibel stehen, wie kann ich die in der Welt erkennen? Und gerade in der heutigen Zeit, wo wir mit dieser sogenannten Krankheit uns rumschlagen müssen in dieser Welt, gerade in der Zeit sehen wir, wie die Bibel wieder recht hat und wie die Dinge aus der Bibel, aus dem Geistlichen, ins Weltliche übertragen werden. Und deswegen wollen die Menschen in dieser Welt uns auch nur an das Weltliche binden und wollen uns von dem Geistlichen, dass wir uns damit nicht beschäftigen. Alles ist heute nur auf das Weltliche bezogen. Die ganze Agenda, die sich im Augenblick in dieser Welt abspielt, hat nur oder hat als großen Grund, dass wir uns mit der Welt beschäftigen und dass wir uns nicht geistig beschäftigen. Und dieses Buch über die Geschichte der Inquisition gibt uns die weltliche Entwicklung der Inquisition, die ein geistlicher Krieg ist, nämlich der Krieg des Antichristen gegen den bibelgläubigen Christen. Und deswegen werden wir diese Lesung auch nächstes Mal auf Seite 406 fortführen. Ich danke euch fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bitte lest eure Bibel. Maranatha. O allmächtiger Herr und Gott, wie gar lieblich sind dein Gebot, über alles Gold so reine
du wirst geehrt alleine in deiner heiligen Gemeinde. Dein Wille ist uns offenbar, die Wahrheit leuchtet hell und klar in allen Kreaturen. Gott hat uns auserkoren, dazu noch neu geboren. Der Himmel und das Firmament uns zeigen die Werke seiner Hand. Wie groß ist seine Ehre im Land und auf dem Meere. Das wollen die Werke uns lehren. Die Werke Gottes sind überall, auf hohem Berg, im tiefen Tal, auch in den ebenen Feldern, die Vögel in den Wäldern tun uns die Wahrheit melden. Ein jedes Werk preist unseren Gott, weil er's so gut erschaffen. Der Mensch tut's aber zerbrechen, der Wahrheit widersprechen, Gott wird es an ihm rächen. Die Werke Gottes sind wunderbar, in rechter Ordnung immer da, die soll der Mensch erfahren, Gott will's uns offenbaren. Soll sie auch bewahren. Darum hat Gott den Sohn gesandt, der uns die Wahrheit macht bekannt und auch den Weg zum Leben, damit wir danach streben. Sein Geist will er uns geben. Öffnet uns die heilige Schrift, wo Gott sein Testament gestift. In seinem Sohn, dem Reichen, will alle Welt erreichen. Mög niemand von ihm weichen. Den Tod er überwunden hat, ein wahrer Mensch und wahrer Gott. Sünd und Last vermeiden. Der Geist, der ist das Unterpfand, der uns zum Erbteil ist gesandt, das Christus hat erworben, als er am Kreuz gestorben.